Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem anderen Unboxing auf diesem Kanal. Heute geht es um das hier. Von der Sandra hat es uns eingesendet, hat gesagt, wäre cool, wenn wir ein Video dazu machen. Und bei der Menge geht das natürlich. Johannes war vorhin fleißig und hat schon mal das eingestellt. Ihr seht es hier an dem gelben Rand, das ist Pokémon. Hier vorne seht ihr Konami, ist Yugi. Und das wollte ich euch jetzt erstmal so zeigen, bevor wir zur Bildschirmaufnahme gehen und das uns genauer angucken. So, was haben wir denn hier? Ich habe selber noch nicht wirklich reingeguckt. Er hat nur gemeint, es gibt ein paar Ultimates bei Yugi in First im guten Zustand, wo gerade nichts auf dem Markt ist. Also der Markt ist teilweise so leer gekauft, da müssen wir nachher, glaube ich, noch Preise bestimmen. Aber ein Goryu aus EOJ, einen Dark Crapper, der ist aber nicht First. Ein Blackspeeder Summit, der ist ja gerade im Steigen. Dadurch, dass man vermutet, einige Tuner werden durch den Needle Fiber noch gebannt und der könnte dann gut werden. Der ist teuer, wäre der First. Dann haben wir hier einen Instant Fairy Dragon, Deutsch First. Sieht auch vom Zustand her erstmal auf den ersten Blick gut aus. Montagedrache hat er gleich gesagt, ja, da müssen wir auch noch einen Preis angucken. Da gab es gerade gar keinen in gut Zustand. Oh, hier die Götzen, die sind noch gerade am Steigen. Die gehen noch schon fast auf die 2 Euro zu. Cool. Was haben wir noch? Was ist denn das? Ein Kurafa in Rare? Ist ja interessant. Du List League 16 oder 18, 18 heißt, steht da. Noch nie gesehen, ey. Chaosjäger, Deutsch First Store. Cool. Schon auch was wert. Dann ein Urteil aus. Ach, Sesel, nee, das ist ja der neue Print. Der ist nicht so teuer. So, der war teuer, aber jetzt haben sie ja einen Reprint angekündigt für die Legendary Duelists 1 und 2. Ja, oh, das hat gelitten. Die Reborn, die sieht nicht mehr cool aus. DB1. Na, schauen wir mal, wie er die gelistet hat später. Ich glaube, der Nirvana High könnte auch was wert sein. Der hat noch keinen Reprint, soweit ich weiß. Ja, ein bisschen Bulk. Noch ein paar neue Urteile. Oh, die Bulb ist zwar verboten, aber ich glaube, die geht trotzdem was. Ja, ich wollte es jetzt nicht hier noch ausbreiten vor der Kamera, weil wir haben es ja schon fertig bewertet. Ich wollte nur, dass alle sehen, hier das, was wir online auch bewertet haben und stehen haben, das haben wir auch wirklich real in der Hand und nicht irgendwas weggelassen oder weggepackt oder extra berechnet. Und er meinte, Jens, ich darf wieder bluten, es wird teuer. So. Das war nur Yugi. Ich glaube, ich habe gerade was von 86 Karten gesehen, die uns hier eingesendet wurden. Und jetzt muss ich gucken, er hat ja irgendwie ein bisschen Struktur drin. Mal gucken. Ja, dann hat er gesagt, irgendwie Bulk für 3 Euro und kann man damit irgendwas machen? Das sind doch einfach nur Pokémon-Abtrenner, so. Cool. Ja, er hat gesagt, boah, ziemlich viel Bulk, das lohnt sich nicht online zu stellen. Alles deutsche Karten in gutem Zustand. Aber haben wir alles irgendwie im Angebot für Mindestpreis und das nehmen wir für Bulkpreise mit. Und ja, ich sehe jetzt hier auch nichts Spektakuläres, ein paar Trainerkarten. Keine Foils. Es sieht alles aus, als ob da nichts dabei ist, was jetzt irgendwie nennenswert ist. Wir können ja trotzdem mal durchgehen. Vielleicht sehe ich noch was. Ich bin zwar nicht so ein geschulter Pokémon-Typ, aber ich vertraue da auf Jojo, dass er da schon seine Qualität gezeigt hat und das gut aussortiert hat. Aber ich muss mich entschuldigen. Ich habe es gerade gemerkt. Der Autofokus funktioniert leider immer noch nicht. Oh, hier ist eine Holo. Aber ich denke mal, da es eine Reverse ist, ist es trotzdem nicht wirklich was wert. Ansonsten haut das mal in die Kommentare, ihr Pokémon-Profis. Ich möchte hier keine Fehler machen. Aber es sieht aus, als ob das alles neue Sachen sind. Sieht man ja bei Pokémon daran, indem das Editionszeichen mittlerweile links unten ist und nicht mehr rechts unten. Beim Base-Set gab es gar keins. Ha, mittlerweile quäle ich das auch. Ja gut, wir machen jetzt Pokémon auch schon seit über einem Jahr intensiv. Und da muss ich das ja auch irgendwann mal wissen. Ne? So, und dann haben wir hier was über. Ja, hatte 26 Karten gelistet. Das werden dann wahrscheinlich die hier sein, weil das sind einfach nur noch irgendwelche Standard-Energie-Krams-Karten. Packen wir das auch wieder andersrum drauf, damit man morgen nicht irritieren. Und jetzt haben wir irgendwie hier noch ein paar Foils. Das sieht cool aus, so Full-Art-mäßig. Aha. Pikachu-Folge geht immer gut raus. Das hat er sogar eingehüllt. Oder es war eingehüllt, weiß ich nicht.
könnte was wert sein. Ja, und dann hat er halt die Reverse-Sachen gelistet und dann noch so ein paar Sachen, wo er anscheinend denkt, das ist was. Oder es gehört noch zum Bull, ich weiß es nicht. Und noch eine alte Mewtwo-Karte. Okay, gut. Habt ihr mal alles gesehen? Haut mal in die Kommentare, was denkt ihr denn, was ist es wert? Für wie viel Geld werde ich das ankaufen? Also klar, 65% aktueller Marktwert vom 3.6. muss ich dazu sagen. Wir switchen mal rüber in die Videoaufnahme und dann ja, können wir einen Preis berechnen. Und da sind wir auch schon rüber geswitcht zur Video-Bildschirmaufnahme. Pokémon, 35 Treffer. Wollen wir das mal ein bisschen genauer angucken? Machen wir mal alles ab dem Euro. Und wir sehen drei Sachen für 1,50 bis 2 Euro. Ja, das Pikachu dachte ich mir, das Mokon sah cool aus. Und das Zeraua, was auch immer das ist, noch nie gesehen. Aha. Und die andere eingehüllte ist jetzt hier nicht dabei. Das darf er mir morgen mal verraten, warum die eingehüllt war. Ob er die vergessen hat, aber er hat es eigentlich nachgezählt. Die Anzahl stimmte. Wird schon, denke ich mal, passen. Ansonsten haut das in die Videokommentare, wenn hier irgendwas falsch laufen sollte. 36 Artikel, 19 Euro. Na gut. Wie gesagt, wie beim letzten Mal würde ich da auch sagen, weil ihr seht, wir haben das alles für Mindestpreis gelistet, die einzelnen Karten, ziehe ich am Ende von der Kartensumme halt jeweils noch 39 Cent ungefähr so ab, aber runde ja am Ende eh wieder auf, also geht das auf jeden Fall klar, denke ich mal. Und bei Yugi, da haben wir, da können wir mal filtern ab 10 Euro, da hat er gesagt, da ist einige, ach, nicht die Verfügbarkeit, das wird wahrscheinlich nicht passen, aber Preis, dass wir da einiges dabei haben. Und ja, wir haben den antiken Feendrache bei 63. Wir haben den Entheid bei 55. Was der Gräfer auch 35 Euro anfürst. Okay, es gibt keinen gewerblichen. Kein Powerseller. Gucken wir mal nach gewerblichen. Okay, hat 5 Euro drunter gemacht. Drüber sollte, hier ist ein Powers, wieso habe ich den gerade nicht gesehen, oder ich habe den gesehen und dachte, das wäre ich. Okay, alles klar, das passt. Ich bin verwirrt, war ein langer Tag, kam es mittlerweile gleich 6:30. Ja, und hier stehen zwei Sachen Preis, das müssen wir uns mal noch angucken. Wir haben jetzt einen deutschen in Excellent First von dem, also geben wir mal ein Deutsch Excellent First. Bub. Na, filterst du mal? Ach, Kartmarke, lass mich doch nicht jetzt im Stich. Ich will auch mal Feierabend haben. Will nicht. Danke. Und den anderen haben wir in Deutsch Excellent First auch. Okay, also passt ja dann der Filter. Müssen wir es nur aktualisieren. So. Und da ist das Problem, was er gesehen hat. Es gibt keinen in Excellent. Es gibt welche in Niemand, Deutsch First für 40. Dann hat er gesagt, der letzte Peak war bei 18. Ich denke mal, dann kann man die 25 geltend machen, oder? Müsste man da noch mehr Aufschlag haben? Ich weiß, die alten Ultimates in First im guten Zustand sind ja gerade im Hype, aber es war halt kein Niemand und deswegen müssen wir da einen kleinen Abstreicher machen. Ich denke mal, das lassen wir so. Und beim Montagedrache, wie schaut es da aus? Da haben wir, obwohl wir den Filter drin haben, für Deutsch Excellent First gar keinen. Warum haben wir hier gar kein Deutsches im Angebot? Wir gucken mal uns alle Deutschen in First an. Okay, da haben wir in Lightblade und Blade für 2,50, 3 Euro. Im Pur für 5. Ja, müsste ja eigentlich andersrum sein, oder? Kurios. Okay, nehmen wir mal nach Deutschland raus, um irgendwie einen Wert zu finden für die Karte. Da haben wir aus Niederlande einen in First Niemand. Und dann einen Gut. Ja, das ist schon schwierig, ne? Das ist schon schwierig. Er hat es dann wahrscheinlich mit dem angeglichen, weil er dachte, der ist im schlechteren Zustand, kommt aber aus dem Ausland. Also machen wir das im besseren Zustand für den gleichen Preis. Boah, da können wir echt mal diskutieren in den Kommentaren bei den zwei Karten. Also ich
würde jetzt ihm recht geben und sagen, ja, so können wir das bestimmt verkaufen. Da es halt echt so wenig TDGS First gibt, das sieht man auch am Stardust Dragon, Ghost Rand Ultimate und so, ist es da ganz schwer, Preise zu ermitteln. Also man könnte jetzt auch sagen, okay, wir gehen auf den Preis wie der Holländer, weil wir aus Deutschland kommen. Dafür ist er aber nicht niemand, sondern exzellent. Na gut, gucken wir uns mal die Summe an, so wie es gerade steht. Da sind wir bei 86 Karten bei 574 Euro. Wahnsinn. So, jetzt müssen wir mal rechnen. Wir haben, und dann waren es, ich muss nochmal rüber gucken, 36, ja genau. Plus 36 mal die 39 Cent, die wir mal abziehen, wären es 47 Euro. Okay, und wir haben jetzt 19 plus 5, 7, 4. Na, jetzt bin ich nicht. Aha. Plus 5, 7, 4 minus 47 hat man gesagt, ne? Jetzt stimmt's. Mal Ankaufpreis. Wären wir, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, ich bin gerade echt ein bisschen durch den Wind, bei 354 plus 3 Euro Bulk-Pokémon steht hier noch auf meinem Zettel. Also würde ich sagen, 360 wären da bestimmt drin, wenn ich mich nicht vertan habe. Ha, oh Mann. Ja, sollte so passen. Ansonsten, ich rechne das nochmal in Ruhe durch, rede mit der Sandra auch in Ruhe nochmal drüber. Vielleicht hat sie noch eine Idee. Es klingt auf jeden Fall schon wieder viel Geld für gute 100 Karten. Also im Schnitt 3,50 pro Karte. Okay. Wenn ihr auch Karten verkaufen wollt und euch das Ganze so gefällt, wie wir das durcharbeiten, dann schreibt mich ruhig an über Cardmarket, Facebook, E-Mail. Jederzeit erreichbar. 65% laufen weiterhin. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Vielleicht kommt auch mal demnächst was anderes, aber ich komme zeitlich gerade nur zum Wichtigsten. Und das sind halt eure Sammlungen, die ich bewerten kann. Ja, bis die Tage. Macht's gut, euer Jens.